Nocera? Hast du sie gesehen? Bitte, bitte sag mir, dass sie hier sind. Hä? Wer denn? Die Zwillinge. Tut mir leid, Cera, sie sind nicht hier. Oh nein, dann sind sie weggelaufen. Dina! Dana! Wo seid ihr? Hallo, Zwillinge. Seid ihr da drin? Oh, oh. Entschuldigung, Frau Maya. Ichchen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Jap, jap, jap. Das ist ja furchtbar. Ich krieg einen Riesenärger. Ich sollte doch auf sie aufpassen. Hey, Cera, beruhige dich. Wir finden sie schon. Genau, sie können noch nicht sehr weit sein. Lass uns mal nachdenken, Em. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Wann war das? Gestern bei diesem klebrigen Blubberzeug. Sie haben mich reingeschubst. Da bin ich wütend geworden und hab ihnen gesagt, dass sie verschwinden sollen. Ja, das ist richtig. Sie das gesagt. Petri hat gehört. Ich konnte ja nicht an, dass sie das wörtlich nehmen. Und was ist dann passiert? Ja, dann bist du aufgetaucht und hast von diesem Dock erzählt und von dem einsamen Dinosaurier und wie der Saurierfelsen aussieht und, Der Saurierfelsen! Ich weiß noch, als Dina das erste Mal gesprochen hat. Oder war es Dana? Yabumaleka Meku. Was immer das heißt. Ist doch Pipel einfach. Das bedeutet, ist ja irre. Und wie das riecht, das schmeckt gut. Woher weißt du denn das? Na, ich bin auch ein Zwilling. Und von uns sind 13 Stück ausgeschlüpft. Und zwar gleichzeitig. Hört auf zu schnattern. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. So, und was bedeutet dann Nein, Nein, Opi 3P1? Das heißt, mach Großvater Dreihorn nicht wütend. Bist du dir ganz sicher? Nein, aber das ist auf jeden Fall ein guter Rat. In der Wildnis. So klein, so müde und so ängstlich. Da sind die Zwillinge noch nie rübergesprungen.
Wartet! Erinnert ihr euch noch an das klebrige Blubberzeug? Ich glaube schon, dass sie es geschafft haben. Japp, japp, japp! Ist doch gar nicht so schwer. Komm schon, Sarah. Oh, was tut man nicht alles für die Familie? Wow! Hey, das macht ja richtig Spaß. Na los, Pike. Ich bei dich. Du schaffst es. Ach, du schaffst, Spikey. Nur nicht runterguckt. Spike, nicht! Nicht runterguckt, aber nach vorne. Nicht schlecht für ihren Versuch. Na los, geht ab! Warte auf, Petri! Das wird wohl langer Weg nach Hause. Großvater würde an die Baumsterne rankommen. Mein Papa schon. Wie denn? Na, auf Dreihornart. Er würde den Baum einfach umstoßen. Ein von diesen großen Bäumen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach ja? Na, dann pass mal auf. Gar nicht schlecht. Petri überzeugt. Das hat sich überhaupt nicht wie ein Baumstamm angefühlt. Sieht ja auch nicht aus wie Baumstamm, Zera. Und das hört sich auch gar nicht an wie ein Baumstamm. Nein, nein. Schüttelt.